So, da sind wir wieder online. Ja, und heute mit Da sind meinem, wir wieder online. upsa, so, zu meinem zweiten Video oder beziehungsweise meinen zweiten Hausaufgaben des Unity Learn to Code oder Learn with Code. Learn with Code? Was? Create with Code. Entschuldigung. Also, Create with Code Teil 2 und es ist die Session für ja, die Hausaufgaben. Und hier geht es diesmal um das Karting-Tutorial. Da geht es um ein kleines Rennspiel mit einem kleinen Motor, ja, Kart. Das habe ich auch hier schon geladen. Das hat beim ersten Mal laden doch ein bisschen länger gedauert. Und ja, das Tutorial ist genauso aufgebaut wie das letzte. Nur, dass dieses im Unterschied zum Plattformer in 3D ist. Und ja, ich würde sagen, wir starten auch direkt mit dem Playtest. Und hier haben wir, wie in dem letzten, auch diese Tutorials. Die gehen wir einfach jetzt mal durch. Und danach gehen wir auch wieder auf die einzelnen Mods ein, die es auch noch auf der Webseite gibt. So, Punkt 1. Playtest. In the first tutorial, you will start by playing the karting game. After you will learn how to make your first modification. Okay, wir starten. So. Das ist recht, zu Beginn recht einfach. Man kann mit den Pfeiltasten steuern oder mit WASD. Starten wir auf Play. Musik läuft. Und mit WASD kann man entsprechend fahren. Und das Ziel ist jetzt in der ersten Partie, ja, alle drei Checkpoints zu erreichen in einer Minute. So kann man den Ton ausschalten. Und was ganz interessant ist hier, Maximize on Play. Wenn man das einschaltet und das später nochmal öffnet, dann maximiert das Bild. Da hat man ganz gut eine Übersicht, ob man noch im Editor-Modus ist oder im Play-Modus. Weil wenn ich jetzt im Play-Modus irgendwelche Sachen ändere, sind die nur temporär. Das heißt, die werden, sobald ich den Play-Modus verlasse, wieder gelöscht. Und wenn man das ja, sich durch dieses Maximize und Play ein bisschen sichtbarer macht, kann man da manchen Fehler sparen. Oder Arbeit, die man dann zweimal machen müsste. Also, Hierarchie-Video. Wie bei dem anderen Tutorial haben wir auch hier das Hierarchie-Feld, wo die einzelnen Komponenten des Spieles dargestellt werden. So, wir sollen ein Game-Objekt, den Card Classic Player, also man sich selbst. Man könnte das auch hier in der Szene auswählen. So, Inspektor-Video. Da sehen wir hier die Informationen über den Fahrer. Und was sollen wir hier machen? Click Next to Continue. Wir sollen die Base-Stats auswählen. Und dann können wir die maximale Geschwindigkeit hier zum Beispiel auf 20 stellen. Next. Und schon kann unser kleines Fahrzeug ein bisschen schneller fahren. So, jetzt haben wir auch Maximize on Play. Das heißt wesentlich mehr Sicht. Und jetzt fährt das Fahrzeug auch flotter. Ist somit auch von der Physik ein bisschen stärker betroffen, wenn was passiert. Aber man kann auf jeden Fall seine Bestzeit direkt noch verbessern, indem man einfach doppelt so schnell fährt. Also eine einfache Modifikation. Genauso kann man hier die Geschwindigkeit einstellen, die Rückfahrgeschwindigkeit, die Rückwärtsbeschleunigung. Das kann man hier alles klein einstellen. Braking, also wie schnell er bremsen wird und ähnliches. Grip, also die Straßenlage. Die Sensitivität der Steuerung kann man hier einstellen. Gravitation, also können wahrscheinlich auch Minus gehen, dann können wir auch durch die Gegend fliegen. Aber ich glaube, das wollen wir nicht. So. Also, den Playtest haben wir gemacht. Wir machen keinen Save. Wir haben den Play-Mode gerade eben gemacht. Aber ich glaube, der hat gerade Schritt 1 aber bei mir abgebrochen. Das haben wir gemacht. Wir haben den Kart Classic Player ausgewählt. Wir haben die Geschwindigkeit modifiziert. Haben den Play-Mode betreten und gespielt. Und dadurch den ersten Punkt abgeschlossen.
Einen interessanten Hinweis, den gab es ja in dem Videostream. Hier diese ganzen kleinen Symbole, die kann man in der Größe modifizieren. Wenn die einem zu groß sind, dann verdecken die nicht den ganzen Korpus der Spielfigur zum Beispiel. Ist ganz praktisch. Man weiß ja, dass sie da sind, aber gerade später im Verlauf, dann ist es angenehmer, dann blockieren die nicht die komplette Sicht. So, dann gucken wir mal. Editor UI. Werden wir hier nur durchgeführt. Ich denke mal, das ist ähnlich wie beim Platformer. Wir werden hier durchgeführt. Scene View, Hierarchy Video, Tilt. Dann haben wir das Hand Tool, um sich hin und her bewegen zu können. Mit der Taste Alt kann man orbiten, also um einen Punkt sich drehen. Zoom Scene ist das Mausrad, ganz klassisch. Hier unten haben wir das Project-Fenster. Da sind die ganzen Komponenten des Spiels hinterlegt oder des Projekts. Und das sind dann auch die Pref-Apps und ähnliches, die wir nachher benötigen für die einzelnen Mods. Dann sind wir beim nächsten Tutorial: Edit the Colors. Das ist dann auch ähnlich wie beim Platformer, denke ich. Wir starten, wählen unser Card aus. Frame the card. Ja, with the mouse cursor over the scene view, press F on your keyboard. Ah, okay, dann kann man den ranzoomen mit F. Das ist cool. Next. Select the card body. So, der card body ist Bestandteil des Cards. Und dann können wir hier die Farbe ändern. Vom Fahrrad. Ja. Vom Kart. Ich sehe das Farbwahlrad nicht, das ist natürlich blöd. Tja. Klappt ja gut, das Tutorial. So, sind wir wieder da. Ah, jetzt ist das Farbwahlrad da. Und jetzt kann ich hier mit der Farbe des Fahrrads spielen. Und das betrifft sich dann immer auf das komplette Model, was man da an Farbe ändern kann. Ich könnte zum Beispiel sagen, okay, ich möchte eher ein orangenes Moped haben. Und dann sage ich Next. Und dann habe ich ein orangenes Fahrzeug. Playtest, New Color. Oh, ist doch natürlich auch eine Testfahrt machen mit unserem neuen Moped. Und jetzt haben wir ein orangenes Kart. Add Pref-Apps. Jetzt wird es interessanter. Jetzt werden wir Sachen hinzufügen. A Pref-App is a game object that has components and properties and is stored as an asset. It can be reused anywhere you want in your game. Pref-Apps sind ganz praktisch. Da kann man halt auch eigene Kreationen reinsetzen. Wenn man sagt, okay, zum Beispiel ich habe einen Checkpoint-Ring, den das ist der Standard. Ich kann den dann modifizieren und dann als einen neuen speichern. Das ist ganz schön. Kann man ein bisschen mehr Individualismus da hinzubringen. So, now we are going to drag the Jump Ramp Pref App from the Project Window into the Scene View. This will instantiate it, also known as spawning or cloning it, into the scene. Das heißt, wenn ich jetzt hier das nehme, wird ein weiteres Exemplar von dem Ganzen dem Spiel hinzugefügt. Mit dem Move Tool kann man es dann auf den Achsen bewegen. Oder man nimmt hier dieses Kreuz in der Mitte und dann kann man den frei bewegen. Ich denke mal, die Idee dahinter ist, dass wir den hier auf die Strecke packen. Ist natürlich noch verkehrt herum. Wir können den jetzt hier hinten rotaten, das heißt, wir nehmen die Achse und dann können wir den entsprechend drehen. Zack. Und mit Scale kann man den auch noch vergrößern. Dann wählt man auch hier wieder eine Achse und dann kann man den einfach vergrößern, verkleinern, wie man möchte. Test your jump. Machen wir doch gleich mal.
sind auch Audiodateien schon drin. Aber die mache ich immer besser aus. So, und da haben wir den Jump. Und sind eskaliert. Und flüchten von der Strecke. Und gleich können wir schauen, dass wir diese Strecke an die andere Strecke mit anbauen. Weil hier unten in den Prev-Apps sind auch einzelne Straßenteile, die man dem Ganzen hinzufügen kann. Und dann kann man sich da ein bisschen mit austoben. Und man kann hier die bestehenden Prev-Apps nutzen. Und ja, dann kann man sich gleich einen schönen passenden Rennkurs bauen. Oh, da wurde gemogelt. Das sind keine Collider drin, das sind einfach nur Grafiken. Hat den Grund, weil wenn man die ganzen Collider hinzufügt, verbrauchen die Rechenleistung. So, next tutorial complete, build and share. Build and share überspringen wir, weil ich habe die WebGL-Sachen nicht installiert. Aber so viel habe ich jetzt hier auch noch nicht gemacht. Aber das bedeutet auch schon, dass ich das Grundtutorial schon abgeschlossen habe. Ja, man könnte jetzt halt sagen, okay, man baut noch ein paar Sachen ein. Aber wir speichern das jetzt mal ab. Wir bleiben mit der Rampe, die da war. Und ja, das war das interaktive Tutorial, was in dem Spiel integriert ist, oder in dem Spiel, in dem Programm, um einfach so einen ersten Eindruck vom Spiel zu erhalten. Und jetzt kann man entsprechend sagen, okay, man geht dann hier in die Modding Tutorials und dann kommt man auf diese Seite hier. Das sind die einzelnen Mods, die es dafür gibt. Ja, also einfach nochmal kleine Untertutorials, in denen man noch Funktionen hinzufügen kann. Da können wir Dekorationen hinzufügen, Dekorationen für das Fahrzeug, Sparkles, also auch wie bei dem anderen Spiel auch so kleine Effekte, Partikeleffekte. Man kann hier diese Speed-Pfeile hinzufügen, um zum Beispiel einen großen Sprung hinzuzufügen, den man dann damit schaffen kann. Man kann das Spiel umbenennen. Und ich würde sagen, da fangen wir einfach mal an, indem wir Design hier um Level machen. Und dann können wir mal gucken, was wir da ein bisschen an der Strecke umbauen. Bezüglich der Rechte muss ich halt gucken, ob ich halte das Tutorial hier auf der Seite. Also auf meinem zweiten Bildschirm. Dann bleibt das der Bereich hier frei für zum Schauen. So. Open the game. Haben wir gemacht. So. Und die Idee ist jetzt dahinter, dass wir die Teile aus dem Vorrat hier nehmen, um das auszubauen. Dafür gibt es hier dieses Modular Track Kit, wenn ich das mich nicht täusche. Und das sind die einzelnen Komponenten. So, was müssen wir dafür tun? Open the Modular Track Kit Folder. Haben wir bereits gemacht. Send the PrevApps Folder wo's hin. PrevApps. Tick, haben wir. All these Modular Tracks be simple snap to fit together. Select one of the Modular Track PrevApps in the folder. So. Okay, hier sieht man, dieses Programm wurde mit einem sogenannten ProGrids Plugin erstellt. Das heißt, die Sachen snappen aneinander, wenn man die zusammenbaut, damit es einfacher ist. So, was müssen wir dafür machen? To turn on the ProGrids, dann müssen wir die Toolbar aktivieren. Tools, ProBuilder. So, die Idee ist wahrscheinlich, dass wir den hier dran anschließen. Da könnte man doch diese Kurve für nehmen. Nehmen wir diese Kurve weg, nehmen diese Kurve, hoppala, Move Tool.
So, und jetzt soll ich hier eine Taskbar einstellen, die nicht da ist. Ah, ich sehe auch gerade, ich habe die falsche Version geladen. Ja, dann probieren wir es halt ohne. Wobei, das wird ja schwierig, denke ich. Ansicht ist echt schwer. So, hier ist aber auf jeden Fall einfach. Da machen wir 0, dann ist es schon mal auf dem Boden. So, und dann müssen wir hier nach rechts. Das ist die Y-Achse und da müsste anfangen minus 49. Na, da geht es um die Mitte. Nee, ich glaube, wir müssen doch mehr arbeiten mit dem. So, drag the selected modular track preference of scene when stated into a scene. Our project uses ProGrids to help us snap projects together. Objects into which is plugin available in Unity's Package Manager. Package Manager. Natürlich ist echt doof. Package Manager, da war es doch. Package Manager? There are no packages. So, welches brauchen wir jetzt? Wir brauchen das ProGrids. ProGrids, 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 da ist er. Install. Wenn wir es nicht installiert haben, installieren wir es jetzt einfach. Package wird ausgepackt. Sobald wir das installiert haben, können wir fortfahren. Please hold the line. So. Das sollte jetzt erledigt sein. Und jetzt haben wir die ProGrids. Dann können wir das Video hinzufügen. So, da haben wir es doch. Dann entsorgen wir das Ding hier noch einmal. Aber jetzt haben wir hier das ProGrids Plugin installiert und dann können wir weitermachen mit dem Mod. So, jump down to extra credits. So, jump down to the extra grids to step to see an explanation of each of the ProGrids settings. Das sind unterschiedliche Einstellungen. You can click on the buttons and either modify the values or toggle them on or off. Make sure that the buttons in your project match the default settings shown above. Snap value in the first button is set to 1. Haben wir. The eye button is on. Check. The arrow button is on. Check. And the lock button is on. Check. And the J button is on. Check. Now we want to make sure that the grid snapping is on, so that the track pieces will be aligned as we move them around. Click the snapping switch to toggle snapping on. On. Check. Move the pref app you created in step 3 around and see how it snaps to the world grid. So, probieren wir. Fügen wir neu hinzu. Ne, das wollen wir nicht. Ja, es rastet so ein bisschen. Check.
So, das können wir jetzt auch noch drehen bestimmt. So, Rotation 90 Grad. Oh, nicht 90, sondern 180. Check. Und jetzt sollte die Straße da dran passen. Gucken wir mal, ob wir alles richtig gemacht haben. Ja. So, jetzt müssten wir hier rechts abbiegen können. Jo. Und schon haben wir die Strecke modifiziert. Also es ist auf jeden Fall so ein kleines Tool da drin, um sich dieses Programmieren zu vereinfachen, ist schon nicht schlecht. Also können wir den jetzt hier auch einfach nehmen und drehen den um auf minus 180, nein, 90, nein, 0, nee, 179, nein. Sorgen wir einfach mal, machen ein neues. 90 Grad, nee, 180 Grad. Nee. Grad. So. Passt das oder sind wir noch zu hoch? Wir sind sogar noch einen Step zu hoch. Ja, check. So. Und jetzt haben wir uns an diesen bestehenden Track angeschlossen. Wir könnten das jetzt so machen. Ja. Guck mal, was gibt es denn ja für Teile? Gibt es hier so ein Y? Schade, leider nein. Kreuzung auch nicht. Da gibt es schon die Teile, die ich gerne hätte, gibt es nicht, schade. Da muss man schauen, dass man sich dann ein neues Prefab generiert. Man könnte natürlich schauen, dass man jetzt... Oh, das ist eine Idee, wir nehmen den hier. Scalen wir jetzt mal ein bisschen runter. Oh, das ist ein bisschen zu klein. Dies ist ein bisschen zu lütt. So. Ne? So, machen wir ein bisschen schwerer, um da drauf zu kommen. Gleich kommt dann noch ein Tutorial mit so Geschwindigkeitsrampen. Da machen wir eine Rampe, auf die man springen kann. So. Und zwar. Drehen wir mal 180 Grad, fügen die hier hinzu. Können wir den
drehen wir doch nochmal 180 Grad, also auf 0. Da kommt nochmal ein kleiner Minisprung rein. So. So, dann kann man jetzt von der Strecke darüber springen. Gucken wir mal, ob es funktioniert. Push it to the limit. To the point of no return. So. Kann man hier hochheizen. So. Die Rampe ist noch ein bisschen zu hoch. Acht und neun, also machen wir mal auf 8,5. 8,4, 8,3, 8,2, 8,3. Okay, da musst du doch ein bisschen Feintunen machen. Weil dann einer Schritt rastet. Da kann man halt so eine Feinrampe dann wohl nicht mal eben hinzufügen. Aber ich kann auch oben die, dieser steht aktuell auf 1, kann ich wahrscheinlich auch auf 0,5 stellen. Muss ich gerade mal gucken. So. Aktuell ist das Spiel unmöglich, weil ich die Ringe nicht erreiche. Jetzt hier rüber fahre, habe ich einen kleinen Sprung und funktioniert. Wahrscheinlich, wenn ich einen Boost reinmache, fliege ich direkt von der Straße. Aber schadet ja nicht. So, wir machen mal die Ringe wieder auf das Spielfeld bringen. Ja. Und dann mal 90 hin. Minus 90. Nach hinten, nach vorne, tralala. So, gucken, was kann ich hier oben eingeben? Okay, hier kann ich auch 0,5 eingeben. Wenn man es ein bisschen detaillierter haben möchte. So, dann nehmen wir die Straßenelemente mal raus. So, und schon haben wir dem Ganzen zwei Kurven hinzugefügt und eine Rampe. So, was haben wir dann? Also noch ein paar Tipps, wie man gerade Strecken machen möchte. Aber wir belassen das erstmal dabei. Rotate and Scale Pieces. Rotate and Scale haben wir gemacht. Rotate haben wir gemacht. Und Scale ist halt einfach, man kann zum Beispiel zwei Straßen hintereinander fügen, direkt mit einem Mal. Set Checkpoints and Finish. So, wir können weitere Checkpoints hinzufügen. Das sind diese Checkpoint-Ringe. Da ist der zweite, da ist der erste und da ist der dritte. Die könnte man eigentlich schon mal alle hinzufügen. Dann machen wir einfach mal hier einen Ordner. Create Empty und den nennen wir einfach Checkpoints. Dann haben wir es ein bisschen geordneter. Checkpoint, Checkpoint, Checkpoint. Zack.
So, da haben wir jeweils den Container drumherum und den entsprechenden Part in dem Ganzen. Und irgendwo muss hier auch die Gameplay-Mechanik dazu sein. Das müsste dann wahrscheinlich unter Game Mode sein. Na, gucken wir mal. So, wir müssen wieder. Select the checkpoint in the hierarchy. Move the checkpoint over and place on the track. Haben wir gemacht. Repeat all remaining checkpoints. Haben wir gemacht. Test set the work. In the play mode completing a lap is the time the lap points come up. The means it working properly. So. If you want your track pieces to be at a specific height in the level. Genau, das ist eine ganz interessante Sache. Ich könnte zum Beispiel jetzt hier sagen, wir haben ja als Beispiel hier diesen Bereich, the additional track, und das sind alle Komponenten, die hier sind. Jetzt sind aber meine Rampe und dieser Teil dieser Strecke nicht Teil des Ganzen. Und diese würden dann, wenn ich das jetzt verschiebe, entsprechend stehen bleiben. Das heißt, man kann einzelne Streckensegmente in diese Gruppe hinzufügen. Zum Beispiel könnte ich jetzt hingehen und den hier auswählen und den hier. Die sind ja hier irgendwo. Da, Jump Ramp and the Modular Track Ramp. Ja, das sind die beiden hier. Die kann man beide auswählen. Und die fügen wir hier beim Additional Track hinzu. Das heißt, wenn ich den jetzt auswähle, sind die auch ausgewählt. Und wenn ich das jetzt bewege, bewege ich den kompletten Pulk an Strecke. Ja, dadurch kann man dann so kleinere Parts hinzufügen, wenn man sagt, okay, ich möchte ein bisschen Abstand hinzu haben oder ich möchte einfach das Ganze hier ein bisschen rüber bewegen, dann wäre das damit möglich. So, was haben wir als nächstes? So. Jetzt können wir uns entsprechend mit diesem Ganzen ein bisschen noch austoben oder eine eigene Strecke bauen. Was können wir denn hier noch machen? Den einzelnen Komponenten, die wir hier haben. Da haben wir Hubbel. Hier war ein Teil, das fand ich eigentlich ganz interessant. Das war hier so eine Kurve. Aber ich glaube, das können wir gerade nicht sinnvoll einbauen bei unserem Track. Müsste ich alles ein bisschen umbauen. Zum Beispiel könnte ich jetzt sagen, ich nehme hier den Berg, bewege den mal darüber. Und wir wollen diese Rampe hier reinbauen. Dann drehen wir die einmal komplett. Und irgendwie müssen wir jetzt auf dasselbe Niveau kommen wie er hier. Das heißt, der muss weg, der muss weg. Und dann brauchen wir hier diese Teile. So, das müssen wir dann noch einmal drehen, 180 Grad. Ah, ne, 180. Wir müssen es auch spiegeln. Mal gucken. 80 Grad gespiegelt. Schick. Ah ne, das geht nicht alles. Das hätte jetzt Probleme gegeben. Null. Naja, das können wir so nicht machen. Das heißt, wir müssten ein Teil haben, das eigentlich, genau, das können wir nicht so eben spiegeln, weil wir haben ja immer diese Balustraden.
Und wenn ich das Ding einfach nur drehe, dann habe ich natürlich das Problem, dass das nicht nahen würde. So, jetzt tiefer. Das sieht gut aus. So, dann machen wir jetzt hier nur noch gerade Straßenteile. Small right. Ja, das ist ein bisschen abgewinkelt, wir brauchen aber nur gerade Straßen. Check. So. Und jetzt kann ich das gerade mal eben zeigen, was ich gerade meinte mit dem Scale. Das ist nämlich auch in dem Modus erklärt. Kann jetzt das hier scalen und dann und dadurch haben wir es dann automatisch länger. Das heißt, wir brauchen aber jetzt hier gerade in na. Dann müssen wir das einmal rotieren um 180, bewegen es nach dort und dann machen wir es mal 3. So. Und dadurch haben wir es jetzt passend, das müssen wir dann einmal kopieren. Bewegen es da auch rüber. Habe jetzt zufällig den richtigen Punkt getroffen. Check. Und dann müssen wir das noch richtig anpassen. Nach drüben. So. Und dann haben wir eine Kurve drin. Play. Gucken wir mal nach, was wir da fabriziert haben. Ja, ja. So, der Checkpoint passt schon mal. Müssen wir hier in die Spirale hochfahren. Ups. So. Sprung nicht verkacken. So, Sprung geschafft. Ah, souverän. Und dann haben wir hier diese kleine Steigung. Einmal hoch, einmal runter. Und dann haben wir es gleich geschafft. So. Geschafft. Also funktioniert. Wir haben es nicht kaputt editiert. Herrlich. So. Was haben wir da als nächstes? Wir könnten eine Bumpy Road hinzufügen, steht hier. Karting Mod Bumpy Road. So, wir haben alles aktuell. Bumpy Road. Let's learn how to change a piece of track. Find a straight track piece of the scene view and click on it selected. Dann nehmen wir doch einfach etwas von unserem neu produzierten hier. So. The selected track piece will show up in the inspector. Korrekt. Copy the position and rotation of the track piece transform component so we can place our replacement track piece in the same exact place. Aha. Dann haben wir hier Copy Component. Disable this track piece by toggling the tick box in the top left corner. Weg ist es. So, let's replace it with a new bumpy track. Bumpy track hatten wir hier unten mit drin. Bumpy straight. So. Let's have a match the position in the old straight track. Select the little gear in the transform component. Also transform. Und dann paste component values. Ah, cool. Und schon haben wir
die Straße ersetzt. Also da muss man gucken, dass man, wenn man ein Spiel designt, einfach möglichst Komponenten reinmacht, die man auch miteinander auswechseln kann. Und dann kann man die mit einem Häkchen ein- und ausschalten. Das ist cool. Guck mal, wie sich das Bumpy-Track an, wie sich der Bumpy-Track anfühlt. Musik machen wir aus. Wir tricksen jetzt, fahren aber andersrum. Aktuell wäre ich sogar schneller, wenn ich so rumfahren würde. Die Bumpy Road ist schon unangenehm zu fahren. Ja, okay. Funktioniert. Sieht auch kaum halsbrecherisch aus. So, was haben wir denn als nächstes noch für ein kleines Mini-Tutorial? Share. Nö, sharen werden wir nicht. Ich mach's trotzdem als Mark Stepped. So, was machen wir nun? Karte in Microgame. 2020 gibt es ein First Game Jam. Das klingt interessant, aber das hat jetzt nichts mit dem Tutorial zu tun. Und ich denke mal, wir machen mal, was haben wir denn machen? Das sind so die Sprites, das hatten wir eigentlich schon im letzten auch mal. Sparkling Effects. Light Trail, das ist einfach der Look. Kann ein bisschen Farbe hinzufügen. C4 Back in Time ist auch alles eher so grafischen Sachen. Aber was ich ganz interessant klingt, ist die Game Modes. Und dann würde ich sagen, wir machen mal Karting Mod Smart Karts Training Guide. We have put you together a game-ready racing AI brain, fully trained to a custom chassis, ready to be used in your karting microgame. Follow this mod to learn how you can train your unlocked Smart Karts. Das machen wir doch mal. Wir fügen dem Ganzen mal KI-Gegner hinzu und gucken, wie die sich auf der Strecke schlagen. So. Karting Game haben geöffnet. So. So, was gibt es in dem Set? Ein Kart Racer, ein Chassis, Control Interface, ein Training Environment. Okay, das geht doch ein bisschen weiter, als ich es jetzt erwartet habe. Da muss man mit Python arbeiten und Co. Gut, da werde ich jetzt einfach mal passen müssen. Klingt aber interessant. Werde ich mir auf jeden Fall mal reinziehen. Also auch Intermediate ist nicht für Anfänger. Karting Mode, Decorate Your World, haben wir auch schon gemacht. Ah, die Effekte sind so. Karting Mod wird einfach hier sein. Da geht man hier zu seinem Charakter. Und das ist dasselbe wie bei dem Track, den wir gerade hatten. Wir können jetzt hier einfach unseren Charakter auswählen und können dem weitere Komponenten hinzufügen. Gerade Classic Player, und da kann ich zum Beispiel so gucken hier unten. Mal gucken, Track Tiles. Dann haben wir hier Pref Apps. Game Modes, Kart Classic. Na, müssen wir mal gucken, wo wir es finden. Mod Assets, so Kart. Head Pref Apps, da haben wir jetzt den Hut. Und diesen Party Hut könnten wir diesem Charakter jetzt hinzufügen. Dafür müssen wir den jetzt einfach nur mal eben rotieren. 90. 90, nein.
90, so. Dann drehen wir den noch einmal um 180. Nee. 0. Rotieren wir den einfach so und das ist dann minus 90, klar. Eigentlich logisch. Naja, muss aber erstmal die Routine mit reinkommen. So, jetzt habe ich natürlich gerade hier das Snapping drin. Das ist dann eher hinderlich. Jetzt können wir unserem kleinen Männchen diesen Partyhut aufziehen. Und diesen Hut werde ich jetzt einfach hier in den okay, gut. Damit, die haben den als Pref-App gemacht, das heißt, ich muss den Fuß den Hut hier hinzufügen, damit er in den Pref-App drin ist. Sobald das Ganze in diesem Charakter integriert wurde, ja, dem steckt die Brille im Hirn, das ist nicht gut. Dann können wir hier oben auf Save drücken, gehen zurück zur Scene und jetzt hat unser kleines Männchen diesen Hut auf dem Kopf. Müssen eigentlich zwei Hüte sein, einer der sich nicht bewegt und einer der sich bewegt. Oder? Der bewegt sich, ich muss ihn nur noch an die Figur dran patschen. Und das wird wahrscheinlich in dem Tutorial erklärt. Mal gucken, wie wir das machen. Parting Mod Add Ahead. Add Ahead. So, haben wir Add Ahead. So, Hierarchy Video at End. End. Okay. This is filter the Hierarchy Video to show only GOM Objects in the scene with their names. Genau, das ist also den Namen, den wir jetzt eingegeben haben, hat er jetzt gesucht. So, mit F können wir uns auf den fixieren. So. Check. Und dann können wir hier oben das verlassen. So. Und hier sehen wir jetzt unten den Teil. Und das ist halt das, ja, das Gerüst des Charakters. Also die einzelnen Komponenten dieser Figur, die man dann animieren kann, damit auch dieses Figürchen zum Beispiel laufen kann. So. The Project Window opens the Mod Assets. Card Head Pref App, da sind wir. Drag and drop one of the three heads, haben wir in the Hierarchy. Das heißt, ich muss jetzt hier den Hut nehmen. Party Head. Und den tun wir jetzt in Set End. So. Dadurch, dass er jetzt an diesen Kopf gekoppelt ist und wir das Pref-App modifiziert haben, sollte das Ganze jetzt an dem Kopf des Ganzen hängen bleiben. Gucken wir mal. Jetzt bewegt sich der Hut auch wie unser Fahrer. Auch wenn der Hut ein bisschen lächerlich aussieht, aber
Es geht ja hier um die Mechanik, dass man etwas an ein bestehendes Modell adaptiert. Oh, ob das gut geht. Nein! Ich bin auf der Strecke gelandet. Problem, glaube ich, finde ich bei diesen kleinen Tutorials, also die sind gut, um so einen ersten Schritt in das Handling des Controllers, des Programms zu bekommen. Aber hat irgendwie sowas so grob angerissen und ich weiß noch nicht, was ich dazu sagen soll. So, was ist jetzt hier? Den auch mal weg. So. So. Ah, okay, jetzt wäre schon das. Es wurde mir gerade das Beleuchtungstutorial empfohlen. Da gehen wir aber noch nicht hin. Immer, das kommt in einem späteren Step vom Learning with Code. Aber ich denke mal, wir haben mit dem Microgame jetzt schon genug rumgespielt. Bin mal gespannt, was der Videostream bringt an Informationen und was die vorschlagen, was man alles mal probieren sollte. Das werde ich entsprechend auch machen. Ich werde auch weiter an dem Spiel hier arbeiten. Und ja, im Verlauf der ganzen Videoserie, die ich hier so mache, werde ich einfach meine Fortschritte im Bereich des Platformers oder auch des Kartspiels hier auch weiterhin präsentieren. Das mache ich vielleicht in so einer Zusammenfassung am Ende der Woche. Und ja, wenn es euch gefällt, könnt ihr einfach einschalten. Und wenn nicht, dann halt nicht. Aber ich sage jetzt erstmal, ciao und tschüss.